Als wir im Jahr 2016 begonnen haben, LoRaWAN auszurollen, hätte niemand gedacht, dass wir mal jetzt im Jahr 2025 10 Millionen Sensoren ausgerollt hätten. Das ist wirklich eine große Leistung von allen Beteiligten, von der Gruppe von Pronata Dänemark, Minol Deutschland natürlich und auch die Zenner International Gruppe. 2016 haben wir dann losgelegt mit den ersten Pilotprojekten. Das war extrem erfolgversprechend. Es sind ja eigentlich zwei Sachen wichtig bei LoRa. Das eine ist die Reichweite. Long Range ist eben wirklich das, was man auch erwartet von LoRa. Und das konnte man auch zeigen, dass wir die Reichweiten wirklich bekommen. Und das andere ist der Energiebedarf, dass wir eben mit batteriebetriebenen Geräten auch wirklich lange Batterielaufzeiten hinbekommen, weil das eben der zweite wichtige Punkt ist. Und wir haben dann gestartet erstmal im Bereich von Messgeräten. Klassische Messgeräte, Messsysteme fürs Metering, fürs Submetering. Aber auch erweitert auf Smart-City-Anwendungen, wo sich LoRa dann im Laufe der Zeit auch herausgestellt hat, als wirklich auch perfekte Technologie für Smart-City-Einsatzbereiche. Projekte brauchen natürlich auch jemanden, der sie in die Tat umsetzt. Ab 2017 haben wir begonnen, ein Team aus Projektmanagern aufzubauen, mit Spezialisierung auf IoT, die unseren Kunden helfen, Smart-City-Projekte umzusetzen. Das haben wir relativ zügig in Angriff genommen und haben uns dabei von einem Gerätehersteller zu einem innovativen Smart-City-Lösungsanbieter entwickelt. Immer hochmotiviert und hochqualifiziert. Wir haben 2017 angefangen, in Startups zu investieren, weil wir dem Megatrend Internet der Dinge gerecht werden wollten und für unsere Gruppe einen Innovationssprung bewerkstelligen mussten. Im Zuge dessen wurde 2017 die Zenner IoT Solutions gegründet. Mit dem Element LoRa Netzwerkserver stellt die Zenner IoT Solutions das Fundament für den weltweiten Erfolg unseres LoRaWAN Netzwerks. Der Element LNS gehört zur Element Suite, unserer Komplettlösung zum Aufbau und zum Betrieb digitaler Infrastrukturen. Und ebenfalls Teil dieser Komplettlösung ist Element IoT, die IoT-Plattform, die heute bereits eine große Zahl deutscher Energieversorger nutzen, um ihre Anwendungen aus den Bereichen Smart City, Metering, aber auch Submetering umzusetzen. LoRaWAN hat uns damals überzeugt, weil die Reichweite und die Durchdringung ebenso sensationell gut war. Und in der freien Fläche ging das ja über mehrere Kilometer. Aber besonders wichtig für uns war ja, dass wir innerhalb der Gebäude unsere Geräte einfach und schnell erreichen können. Ab 2016 wollten wir erreichen, dass alle Zähler vernetzt sind und ihre Daten direkt in ein Backend versenden. So wollten wir die Prozesseffizienz steigern und Datenservices für Stadtwerke oder Wohnungswirtschaft flächendeckend anbieten. Wir haben uns dann recht schnell für LoRaWAN als Funktechnologie festgelegt, insbesondere wegen des offenen Standards. Vor allem die Interoperabilität war und ist hier entscheidend für unsere Kunden. Aus dem ganzen LoRaWAN-Projekt ist dann 2018 die Zenner Connect hervorgegangen, die heute den gesamten Netzbetrieb managt und sogar auf mehreren Kontinenten. 2018 wurde die Zenner Connect gegründet und betreibt mittlerweile nach 7 Jahren das weltweit größte private LoRaWAN-Netz. Wir hatten uns entschieden, in 2018 die Gründung durchzuführen, um uns gegenüber der Bundesnetzagentur als Telekommunikationsunternehmen anzumelden. Die LoRa Alliance, weltweit größter Verbund von IoT-Unternehmen oder Unternehmen, die den LoRaWAN-Standard entwickelt haben und natürlich auch weiterentwickeln. Die Zenner ist quasi einer der ersten Mitglieder in dieser Unternehmensverbindung. Am Anfang war es ein ganz schön wildes Durcheinander an Use Cases. Und ich selber als Ambassador, als Markenbotschafter heute der LoRaWAN und der LoRa Alliance, habe ich überall Use Cases gesehen. Es war schon frappierend, ob es ein Mülleimer war, ob es die Straßenlaterne war, Parkplatzsensorik. Überall tauchten plötzlich Use Cases für mich auf. Und wenn wir heute schauen, wie sich die Technologie entwickelt hat, etabliert hat, weltweit, es ist schon wirklich faszinierend. LoRaWAN ist eine Basisinfrastruktur für die smarte und nachhaltige Stadt der Zukunft. Um auch in diesen innovativen Themenfeldern weiter mitspielen zu können, ist Zenner seit 2020 im EastatFab, einem Innovationshub hier in Saarbrücken, aktiv.
IoT und LoRaWAN sind dort auch entsprechende Grundlagen gewesen für verschiedene Innovationsprojekte, wenn es zum Beispiel darum ging, für den digitalen Gebäudesektor Energieeinsparung zu erreichen oder eben auch das Thema Hochwassererfassung oder Leckageerkennung in Frischwassernetzen. Mit der Übernahme der Brunata in Dänemark 2018 hatten wir dann auch die Möglichkeit, unsere Technologie in der gesamten Unternehmensgruppe einzubringen. Brunata has a vision. A future where we use energy smarter and more sustainable. LoRaWAN has opened up a whole new world for us and giving us a huge step towards achieving this important vision. Within a short time, we had sensors and network infrastructure deployed in buildings and homes all over the country. Since then, we have been developing new solutions that go beyond basic metering and consumption reporting. Today, our network covers most of Denmark. It's the backbone of our digital services. We use it to collect data from close to a million meters and sensors. LoRaWAN has helped us innovate, streamline operations and support our customers in smarter, more efficient ways. For Brunata, LoRaWAN isn't just a network. It's a key part of the green transition. We are proud to drive innovation forward with our partners and friends. Nachdem wir dann feststellten, wie erfolgreich die unterschiedlichsten Anwendungsfälle im Markt sich etablierten, kamen wir auf die Idee, wir müssen das einfach viel, viel mehr Leuten mitteilen. Und daraus geboren wurden die Zenner News. Die durfte ich dann moderieren. Und es war hochspannend, mit vielen, vielen Kunden hierzu in Kontakt zu kommen. Hallo, liebe Zuschauer. Mein Name ist Boris Stöckermann und ich begrüße Sie recht herzlich zur neuesten Ausgabe der Zenner News. Zur fünften Ausgabe der Zenner News. Zur sechsten Ausgabe der Zenner News. Zur siebten Ausgabe der Zenner News. Was IoT wirklich leisten kann, zeigt sich in der Praxis, wenn wir gemeinsam vor Ort mit unseren Kunden konkrete Anwendungsfälle und Projekte umsetzen. Entscheidend für den Projekterfolg ist dabei nicht nur die Technologie, sondern die partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Mit der Firma Zenner sind wir sehr verbunden und freuen uns über die spannenden IoT-Lösungen, die uns Zenner mitliefern kann. Nicht nur die Visualisierung der Anwendungsfälle darzustellen, was wir dort machen im Einzelnen, sondern ganz konkret zu zeigen, welche Fälle von unseren Kunden gemacht werden. Aber klar, wir gehen raus zu unseren Kunden vor Ort. Und das war dann auch der Zeitpunkt, ihnen aufs Dach zu steigen. Ich befinde mich inzwischen auf dem Dach der Stadtwerke Dillingen. Das ganze Portfolio reicht von der Zählerfernauslesung bis hin zum Smart City-Thema Smart Parking. Wir bei Zenner legen vor allen Dingen einen Wert auf die intensive Betreuung des Kunden und die gute Projektplanung. Und hier in Dillingen, und das freut uns umso mehr, sehen wir eine hohe Innovationsbereitschaft, natürlich auch für neue Projekte und neue Use Cases zu testen. Klimaneutrale Gebäude bis 2045. Da haben wir in Deutschland einiges vor. Auch hier kann Digitalisierung einen wesentlichen Beitrag leisten. Wir haben beispielsweise in den letzten 2 Jahren über 4000 smarte Thermostate installiert und mit LoRaWAN lassen sich so über 30% Heizenergie in Gebäuden einsparen. Mit LoRaWAN haben wir bei Menol definitiv alles richtig gemacht, insbesondere im Hinblick auf die Heizkostenverordnung. LoRaWAN-Technik ermöglicht uns perfekte Energiewende-Services. Denken wir an UFI, Energiemonitoring und alles, was kommt. Klimaneutralität im Gebäudesektor werden wir ohne Digitalisierung kaum erreichen können. Und mit Menol sind wir vorne dabei. Gerade der Klimaschutz ist in der smarten und nachhaltigen Stadt der Zukunft natürlich essentiell wichtig. Und hier spielt LoRaWAN natürlich seinen größten Vorteil aus. Nicht nur die Technologie, sondern das Ökosystem bieten hier eine breite Basis, um genau die Lösung einzusetzen, die die Stadt der Zukunft braucht. Aber wir haben auch schon sehr, sehr schnell erkannt, dass es in unserem Kerngeschäft eine Riesenanzahl von neuen Anwendungsfällen geben wird, sowohl in der Wohnungswirtschaft als auch im Stadtwerkeumfeld, im Energieversorgerumfeld. Und viele, viele von diesen Anwendungsfällen, die man damals einfach mal ausprobiert hat, finden wir heute weltweit in sehr großen Stückzahlen implementiert. Zu den wichtigsten Use Cases gehören aus meiner Sicht natürlich Metering, Submetering, Leckageerkennung im Frischwassernetz, Heizkörperthermostatsteuerung, Smart Waste,
Die Überwachung von Containern und Behältern. Monitoring von Umweltdaten. Hochwasserdetektion. Smarte Straßenbeleuchtung. Smart Parking mit LoRaWAN. Und Monitoring von Wasserqualität. Denn am Anfang hatten alle Unternehmen und alle, auch die größten Experten in der Technologie, so richtig sicher war sich eigentlich keiner, ob das wirklich skalierbar ist. Gut, das LoRaWAN-Netz haben wir in der Zwischenzeit in 15 Ländern ausgerollt, also zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten, vorzugsweise in Dubai. Da machen wir zum Beispiel Kälteabrechnungen. In Amerika machen wir vorzugsweise Wasserabrechnungen. Da sind dann auch diese Sensorik mit den Wasserzählern und auch teilweise Gaszählern. Im Gasbereich mit unserer Tochtergesellschaft, der Zenner Metering, haben wir auch LoRaWAN-Anwendungen, also in allen Bereichen, die Energie zählen, in verschiedenen Ländern. Jetzt heute bis zu 15 Ländern haben wir dieses System ausgerollt. Und seit Juni 2024 ist es offiziell bestätigt von der LoRa Alliance auf der LoRaWAN Live in München. Zenner hat offiziell das größte LoRaWAN-Netzwerk in Betrieb. Zenner Connect, 7.5 million active connected devices on their network. Amazing. Yes, please, thank you. Woo! Damals mit über 7,5 Millionen Endgeräte. Inzwischen, in dem letzten Jahr, haben wir weitere 2,5 Millionen Endgeräte unserem LoRaWAN-Netz hinzugefügt. Mit Zenner sind wir jedes Jahr auf zahlreichen Messen vertreten und besuchen natürlich auch regelmäßig unsere Kunden vor Ort. Wir präsentieren unsere innovativen Lösungen auf den verschiedensten Veranstaltungen, wie zum Beispiel der eWorld in Essen oder auch der Smart Country Convention in Berlin, und das nicht nur in Deutschland, sondern natürlich jetzt auch weltweit. Ja, und dabei stellen wir jetzt auch fest, das Interesse an Digitalisierung wächst stetig und immer mehr Menschen sind natürlich auch neugierig, wie sie mit unseren Lösungen ihre Prozesse optimieren können. Das Thema LoRaWAN boomt nach wie vor. Jetzt haben wir die 10-Millionen-Grenze im Blick und wer weiß, vielleicht war das der 10-Millionste. Wir haben es geschafft. Vielen Dank an alle Beteiligten und vor allem an unsere Kunden. Dankeschön.